sieht man gar nicht den ganzen Mess von meinen Klamotten im Hintergrund? Nö. Sicher? Ich hab's drauf. Die liegen hier überall, wie kann man die nicht sehen? Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht, ich bin nicht zu Hause, ich sitze gerade in Berlin in einem Hotelzimmer und ich wollte unbedingt noch ein Sonntagsvideo drehen und ich habe mir gedacht, weil ich wieder mit der lieben Maggie zusammen bin, die hier irgendwo hinten rumschwirrt, kann sie mir heute mal wieder ein paar Fragen stellen. Das letzte Video, was wir zusammen gemacht haben, wo sie mir ganz schnell ganz viele Fragen gestellt hat, kam mega gut bei euch an und viele von euch haben sich beschwert, dass ich die privateren und perverseren Fragen nicht beantwortet habe und deswegen dachte ich mir, Machen wir das heute einfach mal. Okay, wir haben jetzt irgendeinen komischen Fragebogen rausgesucht. Ich habe keine Ahnung, was für Fragen da sind und ich bin sehr gespannt. Dein Vorname. Julia. Dein Nachname. Beautix. Dein Online-Nick. Julia Beautix. Geburtstag. 27.04.99. Wie alt bist du? Ach so, 17. Erster Absatz. Liebe. Warst du schon mal richtig fest verliebt? Ja. Wie oft warst du schon richtig verliebt? Ja, wie kann... Ja, zweimal. Hast du momentan einen Partner? Ja. Sein ihr Name? Alex. Wie viele Partner hast du? Weißt du, was ich gesehen habe? Unter irgendeinem Video, wo eine hier von Sierra Furtado, wie die heißt, die hat einen Freund, der heißt auch Alex und da drunter stand so, apparently every YouTuber's boyfriend's name is Alex. Und dann habe ich mal so überlegt, so, stimmt eigentlich? Ja, ist eigentlich echt so. Von Mac, DeAngelis war der Freund Alex, ja. Dann von ihr jetzt ist der Freund Alex, dann ist von Maries Newkiful ist der Freund Alex, mein Freund heißt Alex. Voll viele einfach. Alex Invasion auf Partner, YouTube. Achso. Wie viele Partner hattest du schon? Zwei. Warst du als Kind in einem Serienfilmhelden verknallt? Ja. Seid ihr Name? Ach, keine Ahnung, ich war einfach viele verknallt, glaube ich. Aber ich erinnere mich an diesen einen da von Schloss Einstein, der so braune Haare hatte und einen so einen Ohrring, der eigentlich voll eklig, der hatte so dicke Lippen und alle fanden den geil. Ich erinnere mich auch. Weißt du, an wen ich meine? Dieser mit den kurzen braunen Haaren, keine Ahnung. Bist du es immer noch? Nee. Warst du schon mal in einen Star verknallt? Ja. Dein Name? Elias Maring. Voll peinlich, ey. Ist das immer so? Ja, so ein Poster hängt immer noch in der tiefsten Ecke meines Zimmers. Hast du schon mal jemanden desselben Geschlechts verliebt? Nee. Traust du verflossenen Lieben nach? Nee. Hast du schon mal jemanden aus deinem Bekanntenkreis verliebt? Ja. Hä? Was? Ja, weiter. In wen? Dein Freund? Ja, ja. Hast du schon mal jemanden aus deiner Familie verliebt? Jetzt kommt die Frage. Ja, also richtig verliebt kann man nicht sagen, aber ich fand meinen Cousin immer voll toll, als ich so voll klein war. Oh, also keine Ahnung, irgendwie mit 6, 7 oder so. Da meinte auch... Ich habe daran gedacht, irgendwie verliebt zu sein. Nicht? Ja, keine Ahnung, meine Familie meinte auch irgendwann immer so, irgendwann die beiden kommen zusammen, ich sag's dir. Sind wir natürlich nicht. Wie viele Leute waren schon in dich verliebt? Keine Ahnung. Wolltest du schon mal mit jemandem nur des Statusgeldes wegen zusammen sein? Was ist das denn für ein Satz des Statusgeldes? Nein. Nein. Hast du schon mal jemanden so sehr geliebt, dass du für ihn sterben würdest? Oh, ja, bestimmt. Hä, was heißt jemanden? Ich kann doch sagen, meine Schwester oder so. Ja, dann ja. Meinst du, du bist ein guter Partner? Ich hoffe, keine Ahnung. Hattest du schon mal einen Internetpartner, mit dem du keinen sexuellen Kontakt hattest? Nee. Hast du schon mal einen Internetpartner, den du noch nicht real getroffen hast? Ich hatte noch nie einen Internetpartner. Freust du dich für gute Freunde, wenn sie glücklich verliebt sind? Ja klar, hä? Freust du dich, wenn die Beziehung von Feinden zerbricht? Nee, hä? Hä? Nein. Ja, aber wenn das immer richtig miese ist und du hast sie so richtig mies zu dir. Ja, okay, keine Ahnung. Ich hab nicht so. Ja, ich kann das nicht so richtig einschätzen. Ich habe nicht so krasse Feinde oder so. Beziehungsweise keine von denen ich weiß, dass es meine Feinde sind. Aber ich glaube, wenn die Person zu der Beziehungspartnerin oder dem Beziehungspartner fies wäre, dann würde ich mich freuen, wenn die Beziehung zerbricht. Weil dann geht es der einen ja nicht mehr schlecht. Beziehungsweise. Wisst ihr, was ich meine? Deine Sexualität. Hetero. Hast du schon mal ein Porno gesehen? Ja. Hast du dir schon mal die Playboy gekauft? Nein, warum? Darf man das eigentlich unter 18, sich eine Playboy-Zeitschrift kaufen? Das weiß ich jetzt aber nicht. Ich glaube nicht, oder? Keine Ahnung. Weißt du echt die Kontrolleure bei der Playboy-Zeitung so, her, bitte einmal den Ausweis. Ich weiß es nicht. So Alkohol kaufen. Ich weiß nicht, ich habe es noch nie ausprobiert. Wer hat dich aufgeklärt und wann?
Also meine Mama wollte es immer und meine Biolehrerin. Sehr komisch und ausführlich. Das war echt komisch, Mann. Das war so eine richtig, also sehr, also so eine ältere Lehrerin schon, die komischerweise immer noch an unserer Schule ist. Und das war also in der 6. Klasse oder so. Und die hat einfach alles mit uns gemacht. Wir durften sogar Kondome mit Wasser befüllen und gucken, bis sie platzen. Das war cool. Bist du auf Pornoseiten angemeldet? Nee. Kuschelst du gern? Warum sollte man sich da anmelden? Kann man die nicht auch so gucken? Ja, aber vielleicht, wenn du dich anmeldest, kriegst du so E-Mails so oder so. Special Edition Pornos. Neuer Pornos und Vollversion von... Willst du ihn dir nicht anschauen? Toll. Nee, bin ich nicht. Kuschelst du gern? Ja. Hast du schon mal jemanden geküsst mit Tour? Ja. Wie viele verschiedene Leute? Geküsst? Ja. 3. Auch jemanden des gleichen Geschlechts? Hier sind Küsschen auf dem Mund dabei. Ich habe jetzt nicht mit denen rumgeschlabbert. Wie war dein erster Kuss? Voll unangenehm. Nee, voll peinlich. Das war draußen irgendwo. Bei mir auch. Ja. Auf so einem Spielplatz bei mir. Neben so einem Spielplatz war das bei mir an so einer Hauswand. Und ich war so richtig so, ich wollte das, also nicht, dass ich das nicht wollte, aber das war so. Sorry, so. Julia mit den Nötigs missbraucht. Nee, das war so voll. Die Nötigs zum ersten Mal. Ja, okay, wie machen wir das jetzt? Ja, lass mal probieren. Ja, okay. So richtig auch darüber geredet vorher. So, oh, ja, wie geht echt? Das jetzt? Ja, wie macht man das? Ja, komm, mach einfach. Voll peinlich. Oh Gott. Wie alt warst du da? Ich glaube 14. Echt? Oder 13? 13 bestimmt. Ich weiß nicht, ob ich 13 oder 14 war. Keine Ahnung. Ich glaube, ich war schon 14. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich war schon 14. Informierst du dich über Bücher oder das Internet über verschiedene Sexpraktiken? Kennt ihr diese... Bei Facebook gibt es doch immer diese von, weiß ich nicht, diesen ganzen Zeitschriften da, die diese Facebook-Seiten haben. Dann immer so 10 Dinge, die Jungs an Mädchen aufgeilen. Und dann so, wenn du roten Lippenstift trägst. Halt der größte Bullshit. Ja, ja, also sowas gucke ich mir manchmal an, aber aus Spaß. So. Hast du schon mal bewusst von Sex oder Ähnlichem mit einem Spiel-Filmhelden geträumt? Ich stell mal vor, mit so Zeichentrickfiguren. Superman. Obwohl, Superman gibt's ja auch in real, also so als Mensch. Aber stell mal vor, so... Ja, Superman gibt es. Der kommt okay, das rein. Ist jetzt voll pervers, wenn ich das sage. So Caillou oder so. Oh, so Julia. Ja. Mann. An sowas habe ich gar nicht gedacht, ey. Ja, aber so Zeichentrick, so Filme, Zeichentrick und so. Das wäre doch voll ekelhaft. Das wäre so als Zeichentrickfigur. Mir hat letztens jemand gesagt, ich sehe aus wie Poppy aus League of Legends oder so. Dann habe ich so ein Bild von der angeguckt, die war einfach blau. War nicht mal ein Mensch. Ich so, okay. Hattest du schon mal Sex mit jemandem, der 10 Jahre älter war als du? Nein. Hattest du schon mal Sex mit jemandem, der 10 Jahre älter war als du? Nein. Ey, Mann, die wäre dann 7, die Person. Oh Gott, 7, Alter. Nein. Hast du Kinder? Nein. Hast du Kinder? Also nicht mögen? Nein. Also doch. So. Doch mag ich. Hä? Ja, hast du Kinder? Nein. Nein. So, hä? Ich hasse keine Kinder. Nein, ich hasse keine Kinder. Läuft. Das war's? Jetzt kommen nur so komische Wörter wie Yao, Yuri, Shota, Lolitas. Ich hab keine Ahnung, was das bedeutet. Ja, sie haben wie Pokémon. Lolitas. Nee, okay. Ich glaube, wir beenden das Video dann jetzt hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke nochmal an die liebe Maggie fürs Fragen stellen. Hier kommen die dann jetzt zu meinen beiden letzten Videos. Das war einmal Werbung versus Realität. Und was habe ich davor gehabt? Ich glaube, das davor war, wie ich mein erstes Musical.ly teste. Das war auch recht lustig geworden. Hier kommt ihr dann auch zu meinen Social Media Seiten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss! Tschüss! Man hat den Fuß nicht gesehen. Mach mal. Tschüss.